Wir befinden uns am Grenzübergang in Reitzenhain. Wir wurden zusammen mit der Feuerwehrsatzung alarmiert zu einer einfachen technischen Hilfeleistung. Uns wurde mitgeteilt, dass sich bei einem rumänischen LKW ein Motorschaden ereignet hat, wo Motoröl und Dieselkraftstoffe ausgelaufen sind. An der Einsatzstelle hat sich gezeigt, dass dort ca. 400 Liter Diesel sich noch im Tank befunden haben und der über den defekten Motor auf die Straße ausgelaufen sind. Für unsere Kräfte war das nicht möglich, die Einsatzstelle abzuarbeiten. Deshalb wurde die Feuerwehr Marienberg mit den Gerätewagen gefordert nach alarmiert. In Zusammenarbeit wurde dann die Kraftstoffanlage am Fahrzeug abgeklemmt und die Einsatzstelle im Nachgang an die Polizei übergeben. Der Gulli hier vor Ort wurde mit Hilfe von Ölbindemitteln abgedichtet, sodass dort nichts weiter reinlaufen konnte. Ja, hier der Grenzübergang in Reitzenhain. Direkt an der B174 ist einer der meistbefahrenen Grenzübergänge in Sachsen, dicht befahren und wird halt von den LKWs sehr häufig benutzt.